Weiter geht es mit einer weiteren Folge City Bus Manager. Ja, wir sind dabei, hier unser Busunternehmen weiter auszubauen. In der letzten Folge sind wieder ein paar Busse und Linien hinzugekommen. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen was angebunden von den Ortschaften nebenan. Und ja, in dieser Folge geht es weiter. Wahrscheinlich werden wieder ein paar neue Busse hinzukommen, vielleicht auch wieder ein paar neue Linien, wer weiß. Ich würde aber jetzt sagen, ich glaube, unsere Busse haben wir in der letzten Folge schon einigermaßen in guten Zustand gebracht. Ich würde sagen, wir können dann eigentlich ja, die Nacht überspringen. Und dann geht es direkt am nächsten Tag weiter. So, wir haben noch eine Bewertung gekriegt. 3 Sterne, ja, ist okay. Beschwere ich mich nicht. Aber da haben wir noch 5-Sterne-Bewertung bekommen. 0.23 Uhr. Ich habe noch nie ein Busunternehmen gesehen, das pünktlicher ist als Tommy Tours. Ich stieg 5 Minuten vor der geplanten Abfahrt in den Bus und fuhr auf die Sekunde pünktlich ab. Ja, darauf werden meine Mitarbeiter geschult. Service-Mitarbeiter fortgeschrittener, okay. Ah, ist es der, den wir auf den Lehrgang geschickt haben? Müsste er sein. Ja, wir haben ja nur die 2 Service-Mitarbeiter. Er ist jetzt fortgeschrittener. Er ruht sich immer in der Werkstatt im stillen Eckchen. Ich habe ja extra so ein stilles Eckchen für die Mechanikerin da eingerichtet. Er ruht sich da aus. Warum auch immer, anscheinend hat er keinen Bock auf die Kollegen oder wir brauchen hier einfach mal ein paar mehr Sitzgelegenheiten. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn ich da mal so nett bin als Chef und stell dir noch ein paar mehr Sessel hier auf, weil die gehen ja alle nicht nach Hause. Die bleiben ja alle hier. Ich verstehe zwar nicht, warum. Also, ich war immer pünktlich weg von der Arbeit. Keine Sekunde länger ausgehalten. Aber die wollen einfach da bleiben. Hallo, das Arbeitsumfeld ist klasse. Ich bin so froh, diesen Job gefunden zu haben. Ja, du machst ja auch nichts die ganze Zeit und kriegst einen Haufen Kohle dafür. Naja, verspätete Zuweisung, das ist natürlich schlecht. 10 bis 26, okay, dann schicken wir ihn los. Dem Bus. Verspätete Zuweisung. Ja, das heißt wahrscheinlich, der Bus wird Verspätung kriegen. Ich hab's verbockt. Deswegen, ich will unbedingt diese Schichtpläne haben. Das wäre doch viel geiler. Ja, was brauchen wir da? Da wird nichts geschätzt. Was schicken wir da los? Das ist eine weite Strecke. Ich würde deswegen den losschicken. 8 bis 12 Geislitz-Eidengesäß um 4.55 Uhr bis 15.20 Uhr. Ist wirklich nicht viel los, da können wir den losschicken. Heizhöchst 17 bis 31, ja, dann können wir entweder den oder den. Da geht's auch schon los. So, wie sieht's hier aus? Linien. Heiler Mehrholz plus 16 Minuten nur. Das geht ja noch. Ja, ein bisschen verspätet zugewiesen. Tut mir leid. Das ist natürlich morgens richtig kacke. Schicht zuweisen. 6.35 Uhr bis 9.10 Uhr Heiler Mehrholz. Das ist wahrscheinlich der Extrabus, den ich jetzt in der letzten Folge als besonderer Fahrplan reingemacht habe, zum Schülerverkehr verstärken. Da schicken wir den los. Da schicken wir den los. Dann werden uns jetzt langsam die Busse knapp wahrscheinlich. Dann klappt das mit dem Fahrplan doch, wie ich mir es gedacht habe, anscheinend. Dann klappt das mit dem Fahrplan wahrscheinlich doch. Das wäre ja perfekt. Dann hätte ich das System soweit verstanden. Dann kann ich auf jeden Fall so Schulverstärker, ohne dass ich hier dann auf Verstärker losschicken klicken muss oder Verstärker einsetzen. Kann ich das so fahrplanmäßig machen, dann steht das auch im Fahrplan drin, wann die Busse fahren. Das wäre natürlich super. Das wäre auf jeden Fall super. Ja, er steht sich da noch einen ab, da stehen aber noch mehr Busse an Ort und Stelle. Die warten jetzt auf ihren Fahrplanbeginn. Ja, ein Airbus, der Bus hier hat noch gar keine Aufgabe heute. Unser gebrauchtes Wägelchen, das unbedingt umlackiert werden müsste, aber so erkennt man wenigstens, dass es die alte gebrauchte Karre ist.
Kilometerstand. Ja, ich wollte gerade mal gucken, ob die Busse wirklich einen Kilometerstand haben. Und er ist natürlich kilometerstandtechnisch weit vorne. Wird auch bestimmt öfters mal Reparaturen anfallen. Ja, jetzt heißt es warten, bis es losgeht. Und dann mal gucken, wie viel Gewinn wir dann heute einfahren. Beziehungsweise, wir können ja eigentlich dann schon mal nach der nächsten, wobei, nächste Linie heißt wieder mehr Busse. Wir müssen auch noch Busse kaufen. Langsam wird's Geld, oder irgendwann wird's Geld auch mal knapp. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Ich kann ja jetzt die ganze Zeit investieren, aber dann ist unser Geld irgendwann weg und dann fallen vielleicht die Subventionen weg und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem. So, die ganzen Busse fahren jetzt los, sammeln die ganzen Schüler und Arbeiter überall ein, bringen die dann hier in die Stadt zum Busbahnhof, da können sie in den Zug steigen und weg damit. Soweit, so gut. Es ist jetzt kein Bus bis jetzt überlastet, aber wir haben auch noch sehr früh. Die Hauptschulzeit kommt erst noch. Die Hauptschulzeit geht erst los. Wir haben donnerstags im Spiel hier. Da geht's erst noch zur Sache. Es wird dann wahrscheinlich schlagartig um 6, 7 Uhr richtig voll werden an den Bushaltestellen. Bin so froh, mit den Bussen der Tommy-Tours fahren zu können. Oh, das freut mich. Danke. Kriegst eine Fahrkarte umsonst. So. Wenn nur meine Mitarbeiter so glücklich wären wie die ganzen Leute, die mit uns mitfahren, dann wäre ich noch ein glücklicherer Chef. Aber kann ja nicht alles haben anscheinend. Befördere 1400 Fahrgäste. Ja, das haben wir bald. Größer der Liniennetz. Ja, da müssen wir noch 1-2 Linien machen. Können wir schon mal gucken. Wir werden dann wahrscheinlich vielleicht hier Lützelhausen reinfahren, dann Bernbach, also hier Lützelhausen rein, da wieder raus, Bernbach, wieder Mittlau, Meerholz hier nochmal durchfahren, Heiler, Weierfeld, Busbahnhof. So könnten wir das dann theoretisch machen. Werden wir dann nochmal. Ich will nur gerade die Busse mal ein bisschen im Auge behalten, wie das dann so ist im Schülerverkehr, ob hier dann wirklich ein zweiter Bus so durchfährt, wie ich es mir gedacht habe, wie ich es geplant habe. Da war ich mir in der letzten Folge nicht ganz so sicher. ÖPNV-Nutzungsbereitschaft der Bevölkerung, die wächst. Das ist natürlich auch schön. Oh, wir sehen es. Es wird 6 Uhr. Bushaltestellen füllen sich schlagartig. Ja, mit ihm wird's knapp. Mit ihm wird's knapp. Oh, 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 oh. Okay, es sind viele ausgestiegen in Höchst. Allen anderen ist soweit in Ordnung. Aber bei ihm war es knapp. Da müssen wir vielleicht auch so eine morgendliche Schülerverstärkungslinie noch oder Verstärkungsbus hinterher schicken. Oder halt fahrplanmäßig so anpassen, dass wir noch einen Bus losschicken morgens. Da müssen wir mal schauen. 2 Minuten Verspätung, Heiler Meerholz. Heiler Meerholz, da sind jetzt 2 Busse unterwegs. Da sind jetzt 2 Busse unterwegs anscheinend. Genau, da steht noch einer. Der müsste dann 20 Minuten später oder so losfahren. Irgend sowas. Oder um 6.40 Uhr kann das sein? Ich glaube, ich hatte 6.40 Uhr. Er fährt jetzt vor, sammelt so alle ab. Dann müsste er nachfahren. Müsste vielleicht sogar noch früher losfahren. Schon um 6 Uhr. Da war, glaube ich, viel los. Er ist immer ziemlich voll. Da müsste man vielleicht doch den großen Bus nach Heizhöchst rüber schicken das nächste Mal morgens. Dann haben wir das Problem nicht. Ja, er fährt jetzt als Schulverstärkungslinie hinterher. Aber cool, dass das funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Genau dasselbe ist dann nochmal nachmittags. Das heißt, wenn der voll wäre, könnten Leute nicht mitfahren, würde er die aufsammeln.
Heizhöchst ist ganz schön ausgelastet. Heizhöchst ist ganz schön ausgelastet. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Da müssen wir vielleicht auch nochmal umplanen. Da brauchen wir halt, wie gesagt, nochmal mehr Busse. Da morgens auch nochmal ein paar mehr einsetzen. Und wie gesagt, der eine Bus zusätzlich fährt jetzt auch nur montags bis freitags. Ich muss mir bei Heizhöchst echt was einfallen lassen. Ich glaube, da schicken wir das nächste Mal wirklich den großen Bus nur noch hin. Der kleine Bus ist mir ein bisschen zu knapp. Für den haben wir jetzt gar keinen Einsatzzweck momentan. Ich hätte den losschicken sollen nach Heizhöchst. Muss ich mir unbedingt merken. So, Forschung. Wir haben anscheinend wieder genug Pokale. Stimmt das? 25 von 50. Ja, perfekt. Gelenkbusse. Jawohl. Ich liebe Gelenkbusse. Forschung starten. 10.000 Euro wieder weg. Geld investiert. Ja, der gestrige Tag war aber eigentlich ganz gut. So, können wir was machen? Sauberkeit innen, ja, ein bisschen reinigen, wäre nicht schlecht. Für den Gelenkbus brauchen wir dann aber große Parkplätze. Da müssen wir hier vielleicht das Gelände auch ein bisschen vergrößern. Das ist natürlich nicht ganz so leicht zu machen. Besseres Essen für Mitarbeiter kostet nichts. Man braucht nur 20 Pokale. Besseres Essen für alle. Das heißt zur Unternehmensbewertung. Forschung starten. Ja, die Forscherin, die wird jetzt wieder richtig ins Schwitzen kommen. Ah, ich habe ja mittlerweile 2, stimmt. Und 3 Schreibtische. Stimmt ja. Ich habe ja da schon mal so ein bisschen vorgesorgt. Habe ich ja gemacht. Stimmt. Total unnötig, aber ich fand's cool. Ach ja. Ach ja, Fuhrpark. Marktplatz. Ist echt so schlimm. Ich wollte, glaube ich, eine halbe Stunde aufnehmen. Ich bin jetzt schon wieder so lang am Spielen. Ich weiß nicht mal, wie die Folgen ankommen. Es kann sein, dass ich keine weiteren Folgen mehr hochladen brauche, weil es nicht ankommt. Aber naja. Was will man machen, wa? Wenn's halt Bock macht, macht's Bock. So, Marktplatz. Wir bräuchten vielleicht nochmal. Entweder schicken wir wirklich den Großen los nach Heizhöchst das nächste Mal, oder wir machen es halt so, dass fahrplanmäßig mehr Busse fahren. Dann hätten wir da auch weniger ein Problem. Dann wäre der Bus nicht so voll. Nicht nur stündlich fahren, sondern ein bisschen öfters. Fragen über Fragen. Na gut. Damit wir hier mal ein bisschen Fortschritt machen, wir müssen dann noch Busse kaufen, wir müssen jetzt noch Linien planen. Ich könnte auch einfach den ganzen Tag zugucken, wie hier die Busse durch die Gegend gondeln. Details zur Unternehmensbewertung. Was bringt mir das jetzt? Bewertung? Details? Pünktlichkeit? Ah, jetzt sehen wir genau, was... nicht ganz so gut der Busfahrer-Fahrstil. Alles klar, die Ticketpreise sind auch nicht ganz so beliebt. Haltestellenqualität, kann ich da... bei den Haltestellen irgendwas ändern? Ich habe keine Ahnung. Service sind da nicht überfüllt. Freundlichkeit, das ist doch alles perfekt. Ja, Fahrstil von den Busfahrern, vielleicht müssen wir die auch mal auf Lehrgang schicken. Beschwert sich über den Fahrstil der Busfahrer. Sind die vielleicht ein bisschen arg gestresst? Kann das sein? Ja, die sind total fertig mit der Welt. Brauchen mehr Busfahrer. Wir brauchen mehr Busfahrer. Wir müssen hier den Raum ein bisschen vergrößern, damit wir hier noch Bins reinstellen können. Und dann brauchen wir mehr Busfahrer, damit ich nicht immer die gleichen... Die kommen ja gar nicht mehr zur Ruhe, die armen Leute. Die kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Aber es sind halt wieder mehr Kosten für mich. Es sind mehr Kosten für mich, die ich eigentlich sehr ungern habe jetzt, weil wir nicht mehr ganz so viel Geld zur Verfügung haben. Ich gehe auch gerne bei so Spielen pleite. Das ist mein Problem. Komm, einstellen. Ach, 1580 ist zu viel, Leute. Das geht nicht. So, wir haben mal 2 mehr eingestellt. Mechaniker reicht, eine Reinigungskräfte reicht auch. Dann können wir die ein bisschen durchtauschen und erholtere losschicken. Ihr seid noch fleißig am Forschen? Will ich aber auch hoffen. So, wie sieht's hier aus? Fortgeschrittener Stress, bisschen Zufriedenheit, Freundlichkeit ist perfekt. Die sehen trotzdem so traurig aus. Beschwert sich über fast jeder Busfahrer. Ja, meine Busfahrer sind nervlich ein bisschen am Ende.
Die sind nervlich nur leicht am Ende. Aber wird auch wieder besser, versprochen. Ich als Firmenchef habe das jetzt im Auge. Ich habe das jetzt im Auge. Oh, der Bus sieht irgendwie auch dreckig aus. Tja, dann fangen wir mal an mit der Linienplanung, würde ich sagen. Forschung abgeschlossen. Perfekt, dann sind die hoffentlich glücklicher. Neue Linie, eigene Linie. Ich finde es hier mit den Aufträgen ein bisschen schwierig. 20 Minuten, da musst du halt auch auf so viel achten. Verbunden mit Hallenbad Gelnhausen. Mit mindestens einem Bahnhof. Montag bis Sonntag, 10.28 Uhr bis 19.28 Uhr, alle 20 Minuten. Da muss man so viel beachten. So viel beachten. Naja, ich fange mal wieder an. Busbahnhof wie immer. Können auch mal hier übers Weiherfeld rausfahren. Dann fahren wir hier im Industriegebiet vorbei. Fahren nämlich dann nach Lützelhausen zum Bachweg. Dann geht's Gewerbegebiet Birkenhain. Was haben wir denn hier Schönes? Hier ist ein schönes Einkaufszentrum. Nicht Einkaufszentrum, oder? Doch, da sind ein paar Einkaufsläden anscheinend. Können wir da stoppen? Raiffeisenbank, weiß ich nicht. Nehmen wir auch mit. Ist doch nur ein paar Meter weiter, nehmen wir mit. Sportplatz nehmen wir auch nochmal mit. Können wir die verschwitzten Fußballspieler noch mitnehmen. Dann Niedermittlau, stoppen wir. Nehmen wir mit. Da halten wir da. Geht's jetzt hier vorbei? Wir halten nämlich dann da. Halten auch nochmal am Schloss. Dann hier oben fehlt eine Bushaltestelle. Das ist nämlich hier total lustig in Heiler. Die Busroute ist damals anders verlaufen. Ja, da war hier noch eine Haltestelle. Da ist der Stadtbus. Der ist, muss gerade überlegen. Genau, der ist hier runtergefahren. Hier zum Bahnhof. Hier wieder hoch. Nach Meerholz. Die Gegenroute ist hier runtergefahren, Bahnhof, hier wieder hoch. Hier Haltestelle, hier wieder hoch, dann hier hoch und so weiter und so fort. Mittlerweile gibt es die Haltestelle hier nicht mehr. Und die Stadtbusse sind eine Zeit lang, nachdem die Haltestelle hier weggefallen ist, hier in die Straße reingefahren, da gehalten und wieder hier gehalten. Und dann hier gehalten. Das war so sinnlos, weil die sind wirklich keine Minute Unterschied, weil das ist eine Straße, die ist ein paar hundert Meter nur lang. Da bist du in einer Minute bist du unten am Bahnhof. Der Stadtbus hält hier, hält da, hält wieder hier. Mittlerweile ist es, glaube ich, anders. Er fährt, glaube ich, nur noch hier entlang und stoppt dann hier oben an der Hauptstraße, weil hier an der Straße ist auch nochmal eine Haltestelle für die Linienbusse und hier an der Seite, also wirklich, hier an dem Eck ist einmal Haltestelle für Linienbus. An dem Eck ist dann nochmal eine Haltestelle für einen Stadtbus. Total merkwürdig. Aber gut. Ich weiß auch nicht, wo jetzt da die Stadtbusse halten und so weiter und so fort. Ob die da überhaupt noch halten oder ob die mittlerweile schon weg haben oder keine Ahnung. Na gut, wir lassen den jetzt mal da halten. Dann nochmal hier Apotheke. Industriegebiet fahren wir nicht an. Wir fahren dann wieder Weierfeld, Busbahnhof. Sind wir wieder zurück. Ist die Linie Bernbach, würde ich sagen. Ist doch, glaube ich, Bernbach hier hinten. Ja, Bernbach. Bernbach, Niedermittlau. So, haben wir das. Ist orange. Orange hatten wir, glaube ich, schon. Wir hatten eh schon viele Farben. Wir hatten jetzt blau, wir hatten das. Also ist kackegal. Nein, will ich nicht verwerfen. Dann bleiben wir halt bei dem Orange. Wird schon passen. Das ist auch wieder natürlich die Hauptverkehrszeiten. Ja, geht wieder um 5 los ungefähr. Können auch mal ein bisschen später losfahren. Sagen wir wirklich, wenn am meisten los ist, sagen wir 5.15 Uhr, da steigt es langsam an. Dass wir nicht immer so punktlos fahren. Und Ende der Linie würde ich sagen, nicht 19 Uhr, aber sagen wir 19.30 ist Ende. 40 bis zu 105, alles klar. Gut, da brauchen wir auf jeden Fall einen großen Bus. Und morgens vielleicht auch einen Verstärkerbus, weil hier ist ja eh viel los und ihr wisst Bescheid.
Ist nur gerade die Frage, ob ich den Bus Heiler Meerholz. Ich glaube, die Linie schmeiße ich raus. Da machen wir dann nochmal eine extra Stadtbuslinie hin. Hab ich gerade gesagt, da fährt ein Stadtbus auch durch, genauso wie halt hier und hier und da und da. Da nicht. Da und da und da. Die erste Linie schmeißen wir so mit raus, würde ich sagen. Heiler Meerholz. Die schmeißen wir raus. Mache ich das Richtige? Ich glaube ja. Weil wir fahren die Haltestellen ja eh an. Dann machen wir lieber jetzt nochmal eine neue Linie. Für, weisen wir gerade nochmal schnell einen Bus zu. Schicken wir den großen los. Wir machen jetzt eine neue Linie. Start natürlich wieder Busbahnhof. Eigene Linie. Busbahnhof. Dann geht's los. Wir fahren. Wo fahren wir lang? Weierfeld. Dann geht's hier. Wir machen jetzt einfach mal so eine Stadtbuslinie. Die fährt ja in der Sonnenstadt einfach geradeaus weiter. Erstmal Bogen. Hier wenden, illegal. An der Ampel, dann hier rein. Dann wird hier durch die Waschanlage durchgefahren und dann geht's hier zum Kaufland. Alles klar. Alles klar. Gut. Dann geht's beim Burger King raus über eine private Straße, die verboten ist, durchzufahren für PKWs, wo gar kein Bus durchpasst, weil die da asozial Steine hingestellt haben, dass man da nicht durchfahren kann, beziehungsweise nicht mit dem Bus, selbst mit dem Kombi kratzt man da fast dran, da hat man nur noch einen Zentimeter Platz rechts und links. Fährt hier durch die gesperrte private Straße mit dem Bus, fährt dann hier auf die Straße raus, bei der man nur Richtung Gelnhausen fahren kann und nicht hier nach links abbiegen kann. Kommt auch noch dazu. Hat die Stadt nämlich mal super geplant gehabt. Das heißt, er wendet hier illegal, fährt dann zu der Haltestelle. Das ist so ein Blödsinn, was hier gerade geplant ist, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich kann leider die Strecke nicht ändern. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, was hier gerade passiert. Genauso wie hier, hier kann man normal geradeaus weiterfahren. Eine riesen ätzende Ampel. Der fährt hier quasi Richtung Heiler rein. Wendet auf der Straße hinter der Verkehrsinsel von der Ampel. Schneidet dabei 2-3 Spuren und ortet sich wieder ein Richtung Industriegebieten. Wie gesagt, das hier oben ist eigentlich eine Waschanlage. Das ist ein Parkplatz von der Waschanlage. Das ist die Waschanlage. Nur mal so zur Info. Die Haltestelle ist eigentlich hier und hier. Aber es kann halt nicht alles perfekt sein. Aber es, weil man kann in dem Spiel wirklich weltweit, glaube ich, außer China jedes mögliche Kaff nehmen, jedes mögliche Stadt und kann da seine Buslinien erstellen. Man kann ja selber Haltestellen noch errichten und so weiter und so fort. Da will man nicht meckern, auf jeden Fall. Es ergibt halt jetzt streckenmäßig, was ihr da seht, überhaupt keinen Sinn, wenn man die Ortschaft kennt. Das ist halt die andere Sache. Aber gut, muss man jetzt mit leben. So, wir machen jetzt mal die Stadtbuslinie, soweit ich weiß, wie sie lang fährt. Ich bin mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie die hier so verläuft. Die Haltestelle ist auch mittlerweile nicht mehr da unten. Die ist hier hochgewandert, soweit ich weiß. Das habe ich aber auch nicht verstanden gehabt, die Planung. Die Bushaltestelle, die jetzt hier steht auf der Straße, die war vorher... Ihr müsst euch vorstellen, das hier ist ein Parkplatz vom Edeka Lauber. Der hat hier seinen Getränkemarkt, da seinen Edeka-Markt. Beziehungsweise ich kann dann... Na okay, ich lasse es mal so. Ich erzähle nichts weiter dazu, das ist nämlich zu bescheuert. Die Haltestelle war hier quasi auf dem Parkplatz drauf. Der Bus musste dann hier durch den Parkplatz sich durchkämpfen, musste hier wenden, wieder zurück auf die Straße und dann ist er erst hier den Ort hochgefahren. Hat man aber dann irgendwann abgeschafft. Die Haltebucht ist hier quasi immer noch auf dem Parkplatz, aber die Haltestelle ist mittlerweile auf die Hauptstraße gewandert. Ist ein bisschen angenehmer für die Busfahrer, glaube ich. Aber ich weiß hier nicht, wie der Bus verläuft. Das hier ist ein Neubaugebiet. Da gibt es noch keine Bushaltestelle. Verstehe ich nicht, warum man da als Stadt nicht mal einen Stadtbus durchjagen kann. Aber ich kann ja aus so den Fehlern der Stadt lernen und kann es jetzt mal ein bisschen gescheiter machen.
Übrigens habe ich doch mal erzählt gehabt, dass hier ein Neubaugebiet entstanden ist an der Landstraße. In irgendeinem Video, irgendeinem Let's Play. Das Neubaugebiet ist an der Landstraße entstanden. Dieser Kreis ist übrigens auch neu. Das heißt, man hat hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung am Anfang gehabt. Und die Leute, die hier gebaut haben, haben, nachdem sie fertig bauen waren, haben sie sich dann angefangen zu beschweren, dass eine Landstraße daneben an verläuft. Die schon immer da war. Ich meine, wenn ich hier ein Haus baue, weiß ich, dass da eine Landstraße ist, dann rege ich mich hier nicht auf. Ja, jetzt mittlerweile ist hier der Streckenabschnitt nur noch mit 70 km/h zu befahren. Auch eine geile Aktion gewesen war, hier der Kreisel kam ja neu hinzu. Der war halt irgendwann plötzlich da. Und da stand nirgendwo Schilder da und man durfte hier nur 100 fahren. Eines Abends im Dunkeln hat es halt der ein oder andere Autofahrer nicht gesehen, ist halt mal ein paar Meter durch die Luft geflogen. Da hat halt die Beschilderung noch nicht ganz so gepasst. Ich bin mal gespannt, wie das eigentlich ausgegangen ist, rechtlich. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Ich will aber nicht, dass der Bus jetzt... Na gut, dann mache ich halt da noch eine Haltestelle hin. Oder kann ich die auch hier hinsetzen, dass der so gescheit da langfährt? Ja, wir stellen uns vor, der Bus wendet wieder wie früher hier beim Parkplatz. Fährt dann die neue Landstraße entlang. Stoppt mal hier. Können wir die umbenennen? Busstopp. Ich kann höherwertige Bushaltestellen freischalten. Bushaltestellen kosten mich sogar Geld am Tag. Das ist natürlich schlecht. So, ich verbessere jetzt einfach mal die Stadt, weil die kriegt es nicht auf die Kette, da eine Haltestelle hinzumachen im Neubaugebiet. Deswegen mache ich's. Dann können wir hier die Haltestelle ganz normal geplant anfahren. Und dann habe ich wieder mal keine Ahnung, wie es hier oben weitergeht. Ich weiß nicht, wie da die reale Busroute verläuft vom Stadtbus. Ich weiß nicht, wie die Route verläuft. Aber man muss eins sagen, die Busfahrer, die hier Stadtbus fahren, die haben fahrerisch wirklich was drauf. Die haben wirklich was drauf. Das sind Straßen, da passt man stellenweise kaum mit dem Auto durch. Und die fahren mit einem, was ist, Solaris Urbino irgendwas dadurch. Man muss auch manchmal, wenn so ein Bus hier einem entgegenkommt, zum Beispiel bei der Straße, da muss man manchmal auf den Bürgersteig drauf fahren, weil Bus und Auto passt einfach nicht auf so eine Straße drauf. Es ist wirklich... Am schlimmsten haben es ja die Busfahrer eigentlich hier in der Altstadt. Ihr könnt euch ja mal Bilder Altstadt Gelnhausen anschauen. Vielleicht sieht man da das ein oder andere Bild. Da willst du mit dem Auto nicht langfahren. Die jagen die Busse dadurch. Ist schon echt krass. So, ich glaube, die fahren nach der Siedlung normal hier durch, glaube ich, wenden, fahren da den Burner an. Oder so. Oder nee. Siedlung, glaube ich, dann das. Die fahren, glaube ich, hier hinten lang. Das. Da wird, glaube ich, dann auch Pause gemacht. Da ist, glaube ich, ein großer Parkplatz. Ich bin mir aber nicht sicher. Dann geht es so zurück. Wieder Viadukt. Normalerweise wird hier an der Hauptstraße nochmal gestoppt, aber das lasse ich jetzt mal weg. Dann geht es da wieder zurück. Da, da. Dann geht es wieder hier runter. Bahnhof. Das. Tausende Haltestellen. Stimmt, da fehlt auch eine Haltestelle. Die Apothekenhaltestelle gibt es einmal da für Linienbus, einmal da für Linienbus, einmal da für den Stadtbus, aber nur Runterzugs. Alles ein bisschen kompliziert. So, und dann wäre theoretisch wieder die Haltestelle an der Reihe. Oh Gott, das wird eine riesige Linie. Ergibt auch wieder keinen Sinn, weil hier passt kein Bus durch, Privatstraße, aber egal, Spiel lotst einen da lang. Wenn ich könnte, würde ich gerne hier die normale Straße wählen, die so runterfahren, oder mittlerweile fahren sie hier runter, glaube ich. Ich bin mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher, ich bin noch nicht so ganz informiert. Dann würden die wieder hier stoppen. Und dann normalerweise hier rüber die Haltestelle. Und dann, glaube ich, wäre Busbahnhof. Es sind jetzt wie viele Haltestellen? Ich will es gar nicht wissen. Viel zu viele. Deswegen habe ich mir halt ein Gebiet genommen gehabt, wo ich so ein bisschen kenne. Damit ich so ein bisschen auch Realrouten einplanen kann.
und vielleicht gucken kann, wo man was verbessern kann. Wie gesagt, zum Beispiel Neubaugebiete. Es wäre kein Ding, da einfach mal im Neubaugebiet eine Haltestelle reinzusetzen, dann haben die Leute da einen Anschluss, aber... Keine Ahnung, ist der Stadt anscheinend egal, ich weiß es nicht. Vielleicht dauert es auch wieder Jahre. Keine Ahnung. So, dann haben wir den Ort komplett abgefrühstückt, den Ort komplett abgefrühstückt, den Ort komplett abgefrühstückt und ich glaube in der Realität, ich weiß es gar nicht, fahren die Busse alle halbe Stunde? Ich glaube, die fahren alle halbe Stunde. Auch in der Hauptverkehrszeit, das ist denen kackegal. Das ist denen kackegal. Ich glaube in der Realität, wann fährt da der erste Bus? Wann fährt da der erste Bus? Ich glaube um 6.30 Uhr. Ich will mich aber jetzt nicht an die Realität halten, weil doch schon vorher ein paar Leute mit dem Bus fahren wollen. Gehen wir denn da? 5.20? 5.15? Ah, 5.15. 5.15, ich glaube der letzte Stadtbus fährt um 18, 19 Uhr. Ich glaube 19 Uhr. Ja, die restlichen müssen halt dann auf den Linienbus warten, der hier noch durchfährt. Vielleicht fährt er um die Uhrzeit noch, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. 50 bis zu 155, das ist okay. Wie gesagt, alle halbe Stunde fährt da ein Bus. Gehen wir mal in die erweiterten Einstellungen. Die fahren aber auch nur wochentags. Ist die nächste geile Sache von der Stadt. Samstags, wo jeder shoppen könnte, mit dem Stadtbus durch die Altstadt fahren könnte, die Stadt beleben könnte oder zu den Einkaufssachen fahren könnten oder halt sonst was unternehmen könnten, können am Wochenende, samstags und Sonntag nicht mit dem Stadtbus in die Stadt gebracht werden oder von der Stadt weg. Da fährt nur alle 1, 2, 3 Stunden ein Linienbus. Es ist, ich weiß nicht, wer das plant, aber ich glaube, ich könnte es besser. Keine Ahnung. Ich bin zwar auch total der Loser in dem Fall, aber ich glaube, ich könnte es doch ein bisschen angenehmer. So, wenn der erste um 5.15 Uhr fährt, dann will ich den nächsten um 5.45 Uhr losschicken. Dann haben wir die halbe Stunde eigentlich raus. Der endet um 19 Uhr, dann wäre der um 19.30 Uhr fertig. Bin ich da falsch oder bin ich da richtig? Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn ergibt, was ich da mache. Fahrzeit alle 30 Minuten auch. Fahrplanvorschau. Jetzt könnte man theoretisch ja gucken, ob es mit der Realität übereinstimmt. Theoretisch. Könnte man. Muss man aber nicht. 5.15 Uhr, 5.45 Uhr am Bahnhof. Ja, alle halbe Stunde. Da bin ich mit zufrieden. Samstag, Sonntag muss leer sein, genau. Hey, das Spiel macht schon... Es macht tierisch süchtig und es macht tierisch Bock. Wir haben jetzt mittlerweile kurz vor 12. Viertel vor 12 gleich nachts. Ich wollte ja nur eine halbe Stunde aufnehmen. Aber dieses Plan, wenn man das so mal ein bisschen verstanden hat, macht das richtig Bock. Und man könnte jetzt hier theoretisch auch noch eine Pause einfügen für den Busfahrer. Aber das lassen wir jetzt mal. Weil ich hatte ja gesagt, im Meerholz hier hinten, also vor vielen, vielen Jahren haben die da eine Pause gemacht. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Ich weiß es hier alles so ein bisschen, weil ich ja für Lotus angefangen habe, hier die Strecke nachzubauen. Mit Lotus Simulator habe ich die Strecke schon nachgebaut von Busbahnhof, also hier die Straße geht's los, den Busbahnhof habe ich noch nicht nachgebaut gehabt. Weiherfeld, hier die Straße, das ist schon nachgebildet, hier die Straße ist zum Teil das, hier den Bereich ist komplett, die Landstraße ist komplett nachgebildet. Hier das ist nachgebildet bis dahin. Weiter bin ich noch nicht. Ihr seht, wie viel Arbeit das noch ist. Und ich kann jetzt halt schon seit über ein Jahr, eineinhalb Jahre Lotus nicht mehr spielen. Das ärgert mich tierisch. Ich habe schon so viele Stunden da investiert. Aber naja, Stadtbus Heiler Meerhaus. Da müssen wir jetzt noch einen Bus zuweisen. Da fahren auch ungefähr von der Größe solche Busse durch. Bei Straßen, wo man kaum mit dem Auto durchpasst. Das ist wirklich Wahnsinn. Respekt an die Busfahrer auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt auch noch einen Bus. Gehen wir einen Marktplatz. Ich würde auch wieder einen Zito auf die Strecke schicken. Oh geil, wir haben den ersten Gelenkbus. Ich bin schockverliebt. So, 38 Fahrgäste kaufen. Wir brauchen auch noch Busfahrer. Wir haben ja schon hier eine Lackierung vorhanden. Vorlage verwenden. Jawohl. Anwenden. Dann würde ich auch gerne noch einen Busfahrer einstellen. Können wir nie genug haben. Falsches Fenster. So, Busfahrer.
Wer ist denn gut gelaunt und hat was drauf? Kann ich runterhalten, handeln auf 14? Den Azubi? Für einen Azubi ist das doch schon gar nicht so schlecht, oder? Postfach. Hi, in letzter Zeit läuft das wirklich gut. Ich freue mich immer jeden Morgen auf die Arbeit. Ja, so sehr, dass man nicht mal von der Arbeit nach Hause geht. Ist das schon der neue Bus? Nee, der hat doch schon Sprit verloren. Aber ich habe da schon einen losgeschickt. Habe ich gleich drei Busse auf der Strecke Heiler-Meerholz fahren? Stimmt da irgendwas nicht? Habe ich da fahrplantechnisch irgendeinen Denkfehler drinne? Stadtbus Heiler-Meerholz? Ich soll noch einen dritten... Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt mit dem Fahrplan nicht. Da habe ich irgendwas verbockt, glaube ich. Fahrplan bearbeiten. Oha. Alle 30 Minuten. Ja, da läuft jetzt die Zeit ab im Hintergrund. Ich pausiere mal gerade kurz. Dann dürfte die Zeit ja auch stehen bleiben. Alles klar. Ich habe da, glaube ich, irgendwas vermurkst. Fahrplan bearbeiten. Hauptverkehrszeit. Fahrintervall. Erweiterte Einstellung. Wir haben jetzt einen Fahrplan. Ich glaube, ich weiß, was ich vermurkst habe. Wobei, das würde keinen Sinn ergeben, dann wären es nur zwei Busse und nicht drei. Warum sind das drei? Warum fahren da drei Busse los? Ich habe zwei Fahrpläne. Alle 30 Minuten. Vielleicht, weil es zeitlich nicht anders machbar ist, der Fahrplan. Kann das sein? Egal, wir lassen das gerade mal so dann mit drei Bussen. Vielleicht lösche ich den einen Fahrplan auch noch mal raus. Ich glaube, ich habe einen Fahrplan zu viel gemacht, deswegen. So. Den Bus sagen wir mal ab, oder? Ich muss gerade noch mal schauen. Haben wir noch einen Busfahrer übrig? Hat noch irgendein Busfahrer Bock und Zeit und ist gerade nicht unterwegs? Fährt Bus. Nee, haben wir nicht. Es ist gerade kompliziert. 15,10 Euro ist mir zu viel. Dann will ich dich nicht. Was hältst du von 14? Hat angenommen, okay. Dann bestellen wir noch einen Bus. So, die Zeit läuft wieder. Dann kann ich den vielleicht direkt zuweisen. Dann fahren heute halt mal drei Busse die Linie ab. Und dann müssen wir am nächsten Tag mal gucken, ob das mit dem Fahrplan hinhaut, wenn ich jetzt da nur einen Fahrplan drin habe. Ich will gerade noch mal Fahrplan anschauen. Erweiterte Einstellung, Fahrplanvorschau. Es passt alle halbe Stunde, also es kann schon hinhauen.
Weil jetzt ist ein Bus zu viel auf jeden Fall hier unterwegs. Es kann sein, dass er einen Denkfehler hat. Es ist ja mittlerweile schon spät. Ich bin auch schon viele Stunden am Daddeln. So, ich muss auch mal nach den anderen Linien schauen, dass das alles passt. Unser gebrauchter Bus mit den 30 Milliarden Kilometer drauf. Der fährt hier hinten so rum, aber das müsste passen, denke ich mal. Der ist, glaube ich, nicht überlastet. Ja, Busbahnhof ist viel Betrieb. Kosten 15,56 pro Tag. Höherwertige Bushaltestellen hast du noch nicht freigeschaltet, alles klar. Sehen wir auch, wie viele Fahrgäste auf den Bus warten, wann der da sein soll. Ich würde mir halt noch wünschen, dass man wirklich auch so Routenverläufe noch anpassen kann. Dass man die, was weiß ich, jetzt hier auf die Straße zieht, damit man dann hier das lang lenken kann und das ein bisschen sinnvoller ist, als so wie es gerade dargestellt wird. Befördere 2460 Fahrgäste an einem Tag. Ja, mal gucken, wie das, ob das dann möglich ist mit hier der Linie, wenn dann auch das alles so gescheit funktioniert, wie es soll. Müssen wir mal schauen. Ja, das läuft aber alles soweit gerade. Da steht ein Bus. Können wir uns gerade mal drum kümmern? Ja, sauber machen müssen wir den auf jeden Fall mal. Jetzt hatte ich ja extra mehr Busfahrer geholt, damit wir weniger Stress hier haben. Und jetzt haben wir doch wieder zu wenig Busfahrer. Ist wirklich, ja, langsam ein bisschen schwierig. So, ich würde aber sagen, das war's dann auch erstmal wieder für die Folge. Lasst gerne eine Bewertung da, gerne Kanal abonnieren. Gerne auch den Discord-Server joinen und gerne auch Kanalmitglied werden. Würde mich sehr freuen und mega unterstützen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge, euer Tommy. Tschüss.